Woche noch mal mehr auf das Spiel konzentriert, um jetzt noch mal doppelt so doll zurückzuschlagen, ja? Gerade nach der Sachsen-Niederlage. Ja, bei den Scandalous Baskets ein Tim Steiner, Brian Butler, Tommy Spaniolo, Markus Britz und Lorne Jackson in der Starting Five. Und bei den Dresdnern Philipp Lieser, der Kapitän. Andrew Jones, einer der zwei Amerikaner im Kader. Und ja, jetzt geht's hier gleich los. Brian Butler wieder beim Sprungball. Sprungball zwar verloren, aber der Ball trotzdem auf Elchinger Seite. Ja, also Dresdens Ambitionen dieses Jahr sind ja natürlich auch weitaus höher als der Tabellenplatz 8. Dementsprechend werden sie sich auch heute präsentieren, denke ich mal. Ja, und Brian Butler legt hier heute los. Erste zwei Punkte. Lust den Bonusfreiwurf. Ja, die Dresdner, das kann man auch aus den Interviews eigentlich ganz gut rauslesen. Absolut unzufrieden mit dem Start der Saison. Ja. Letzten beiden Spiele verloren, wie schon angesprochen, das Derby gegen Leipzig. Und Brian Butler jetzt mit dem dritten. Ah. Rebound von Tommy Spaniolo. Nach wie vor der beste Rebounder im Team. Wie hättest du Dresden so vor der Saison eingeschätzt? Also aufgrund der Geschichte von Dresden jetzt, von den vergangenen Jahren, auf jeden Fall unter den Top 4. Ja. Aufgrund des Kaders natürlich auch. Okay. Haben sich nochmal punktuell verstärkt dieses Jahr. Ja, mit tragenden Kräften wie Walter Simon mit der Nummer 8, der letztes Jahr noch bei Chemnitz in der Pro A gespielt hat und da auch eine tragende Kraft war. Mhm. Ja. Philipp Lieser ist ja schon seit einigen Jahren in Dresden, der auch schon Erstliga-Erfahrungen hat. Okay. Also das ist schon eine gute Truppe. Ja, und wo du es gerade ansprichst, der ehemalige Coach hatte vor der Saison in der Trainerumfrage den Dresdnern relativ gute Chancen eingeräumt in dem Dreikampf mit Weißenhorn und Karlsruhe. Kommt durchaus ziemlich weit oben zu landen. Ja, und bei Dresden läuft es bisher noch nicht so ganz mit dem Scoring. Ja, mutiger Wurf. Guter Rebound von Tommy wieder und das Foul. Starke Aktion. Das ist typisch Tommy. Ja. Der kämpft da. Das ist, bis der Pfiff kommt. Also. Na, gestern im Training ja wieder kam es zu einem kleinen Zwischenfall. Ja. Markus Brez, dicke Lippe riskiert. Das passiert schon mal, ne, wenn man mit ja, Tommy klar trainiert. Auf jeden Fall. Wie gesagt, der ist immer mit 120% dabei. Ist natürlich auch gut. Auf jeden Fall. Sofort zum Doppeln bei Walter Simon unterm Korb. Ja, und jetzt Showtime mit Brian Butler. Ja, so kennen wir ihn. Nutzt er natürlich aus. Ja, jetzt der 8-0 Lauf, gleich im ersten Viertel. So stellt man den Start für Elching natürlich vor, ja. Ja, und da steigt natürlich auch gleich die Stimmung in der Halle, wie man hört. Heute auch
ganz ordentlich gefüllt. Ja. Ist halt auch immer nicht ganz so leicht, ne? Gerade als Team, wenn du weiter von etwas weiter wegkommst. Mhm. Dresden, ich weiß nicht, wie lange die gefahren sind, ich glaube 4-5 Stunden bestimmt. Auf jeden Fall. Ja. Müssen auch erstmal wach werden wahrscheinlich. Ja, wobei die Dresdner relativ früh heute schon hier ankamen, noch bei während des Spiels der U18, das hier davor stattfand, lief, haben sich da noch ein bisschen amüsiert. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, was sagt dein Coach Dario Jelkic jetzt in der Auszeit, wenn es eigentlich gut läuft? Weiterhin fokussiert bleiben, das ist ja immer meistens die Gefahr, ja? Gerade wenn du so einen Lauf hinlegst, ist ja meistens die Gefahr, dass du dich dann zu sicher fühlst und dass du dann, so auch wenn es gar nicht mal beabsichtigt ist, einfach einen Gang runterfährst, ja? Weil du denkst, okay, ich spare vielleicht meine Kraft, bist eh sozusagen sicher. Und das ist jetzt genau das, was dann natürlich entgegenwirken will. Ja, da ärgert er sich, der Philipp Lieser, dass der Korb nicht mehr zählt. Aber es war auch ein wichtiges Foul von Lorne. Gibt es das Foul gegen Markus Brez? Der ist nicht ganz so still. Ja, Markus Brez auch in den letzten Spielen mit ziemlich viel Spielzeit. Mhm. Würde ihn auf jeden Fall freuen. Gab ja durchaus vor der Saison die eine oder andere Stimme, die meinte, dass ein Spieler wie Brez nicht ganz so viel Spielzeit kriegen wird. Einfach weil er körperlich auch noch nicht ganz auf dem Niveau ist. Er macht seine Sache schon gut, finde ich. Ja? Also, dass er jetzt hier so ins kalte Wasser geschmissen wird, gerade auf der 4 und auf der Position 5. Ja, durch den ganzen Ausfall der Verletzten ist schon enorm wichtig, dass wir so einen Markus Brez im Kader haben. Und da haben wir wieder die 120%, die du angesprochen hast. Anfeuerungsrufe für den Wischer in der Halle. Aber die Elchinger hier schon mit ordentlich Druck, gleich in der Anfangsphase. Das denke ich auch ganz wichtig, um zu zeigen, ihr könnt hier nicht aufspielen, wie ihr wollt. Ja, da fällt momentan noch nichts bei den Dresdnern. Ja, gut rausgespielt, aber leider kein Glück im Abschluss. Schade. Guter Einsatz von Brian. Bei den Dresdnern läuft es halt bis jetzt noch nicht. Ist wie zugenagelt momentan der Korb, ja. Ja, gegen Lich hatte man dann zum Beispiel das Problem, dass man zwar die Zone ziemlich zugemacht hatte, aber die von draußen halt relativ gut getroffen haben. Ja. Das war man halt von den anderen Spielen bisher gegen Weißenau und Frankfurt und so nicht gewohnt. Ja, das gibt's ja gar nicht. Also, gut für die Elchinger, vielleicht für die Dresdner. Da wird mit allen Mitteln der Ball versucht, im Feld zu halten.
Ja, jetzt muss das Foul kommen. Ja. Schneller Angriff unterbrochen. Gutes Foul. Philipp Liese. Jetzt gibt es den ersten Wechsel auf Dresdner Seite. Auf der großen Position. Und der Ballverlust von Lorn, der jetzt hier den Sprungball holt. Und bei Elfing kommt jetzt Ed Williams für Tommy Spagnolo. Ed Williams jetzt auch mit neuer Frisur. Ja, sieht gleich 10 Jahre jünger aus, ne? Ich habe gefragt, wer steht denn da jetzt auf dem Feld? Steht ihm. Er ist ja ohnehin beachtlich, Ed Williams mit seinem Alter. Auf jeden Fall. Bringt hier noch Qualität auf das Parkett. Ist unter anderem auch einer der besten Rebounder im Team. Gute Defense da. Oh, und da wird das Foul gegen Tim Steine pfiffen. Also wenn ich mal so die Reaktion der Halle hier aufnehme, würde ich sagen, es hat nur der Schiedsrichter gesehen. Hätte man auch anders werten können, ja. Weiß ich nicht. Die Schiedsrichter jetzt nochmal beraten. Na doch, bleibt dabei. Ah, und es sind zwei Freiwürfe. Ja, aufgrund der Teamfouls gibt es direkt zwei Würfe. Elchingen hat ja schon 5. Ja, es war ja auch bisher ziemlich oft das Problem, dass man ziemlich schnell ziemlich viele Fouls gesammelt hat. Ja. Gegen Lich war es besser. Man verlor zwar das Spiel, aber man hatte weniger Fouls. Da rutscht ihm der Ball aus den Fingern. Auszeit von Elchingen. Und Dario Jerkic mit den Schiedsrichtern nicht wirklich zufrieden. Ich denke mal mit der letzten Aktion nicht einverstanden. Ja, ist ja ohnehin so ein Trainer, der sein Referees auch ganz klar seine Meinung sagt, also ja. Der nimmt da kein Blatt vor den Mund. Was ich persönlich jetzt aber auch eigentlich ziemlich gut finde, lieber nimmt der Coach praktisch das Heft in die Hand und sagt, was Sache ist, als dass dann ein Spieler ein technisches riskiert. Genau. Und der Coach hat ja immer noch ein bisschen mehr Spielraum als ein Spieler. Ja? Wenn ein Spieler den Mund aufmacht, gibt es ja da schneller mal ein technisches Foul, als wenn der Coach das macht. Dario hat eigentlich einen ganz guten Mittelweg mittlerweile gefunden, ja, wie er das Schiedsrichter nahe bringt. Also. Dürfte, glaube ich, auch schon bei den Schiedsrichtern als temperamentvoll bekannt sein. Auf jeden Fall. Der eine oder andere drückt da vielleicht mal einmal mehr das Auge zu. Ja. Schöne Bewegung, ja. Aber immer noch Pech im Abschluss, ja. Thank you.
Jetzt fallen langsam die Würfe bei Dresden. Jetzt muss man natürlich auf Elchinger Seite achten, dass es nicht zu viel wird. Sagen, das nehmen wir jetzt mal als Beweis, dass Brian Butler werfen kann. Gut okay. Verteidigt von Markus Brez. Jetzt Justin Martin mit dem Wurf, der ja auch letzte Woche zur tragischen Figur wurde, praktisch der den letzten Wurf nahm, den 3-Punkte-Wurf, aber. Oh! Starker Block von Brian. Schade, da ist überhastet, ja. In einer guten Aktion dann. Ja, da ist nicht so leicht vorbeizukommen, ja? Ja. An Brian unter der, in der Zone. Jetzt probiert das nochmal und scheitert wieder. Die Sprungkraft von Brian Butler ist auch. Und der Finisher. Das sieht ja fast aus, als wenn es dieses Spiel des Brian Butler wird. Guter Auftakt von ihm. Ed Simmons auf dem Parkett, der ja auch immer besser in die Saison reinkommt, würde ich es mal so nennen. Er jetzt auch schon mit 10,1 Punkten im Schnitt, damit drittbester Scorer. Ist ja bekanntlich auch nicht mehr der Jüngste. Ah. Ja, und du hast es angesprochen, Brian Butler jetzt schon mit 9 Punkten. 9 Punkten schon, wow. Wie viele Rebounds? 3 Rebounds, 2 Blocks. Ich würde sagen, der läuft heute wieder auf ein Double-Double zu. Wobei ein Triple-Double natürlich auch nicht schlecht wäre. Das ist momentan noch das Elchinger Glück, ja? Dass die Titans da an der Freiwurflinie nicht wirklich treffen. Und wieder. Guter Rebound von Ed Williams. Jetzt vielleicht mal nicht ganz so schnell wie die letzten zwei Angriffe. Ja, Simmons fast mit dem Ballverlust. Justin Martin. Also Butler. Ja. Ja, der läuft jetzt halt heiß, ne? Ja. Das ist eigentlich nicht sein Wurf, aber wenn er heiß ist, macht er den natürlich, ne? Ist ihm alles egal. Ja, zum Dreier traut er sich aber dann doch noch nicht ganz. Aber wer weiß, was heute noch so kommt. Das Spiel ein bisschen ruhiger wieder. Weiter Simon mit dem nächsten Foul. Wie viele Fouls hat er jetzt schon? Das erste. Und Walter Simon. Ja, schon. Der einzige im Spiel bisher mit einem, sagen wir mal, minimalen Foul-Trouble ist Tim Steiner mit 2 Fouls. Okay. Bisher eigentlich recht faire Partie. Jetzt auch Fillmore Beck auf dem Feld. Ja, verteidigt gerade gegen Philipp Lieser. Wieder genesen. Ist natürlich jetzt auch wieder eine Geheimwaffe, sein 3-Punkte-Wurf. Ja, der hat vorhin schon mal eingetroffen.
da geht es wieder an die Freiwurflinie. Jetzt der 10. Freiwurf, der jetzt da geworfen wird. Das ist ja wirklich wie verhext. Wir sind jetzt bei 1 von 10. Ja, bisschen zu lang. Auch sehr schnelle Abschlüsse, muss ich sagen, fällt mir auch bei Elchingen heute. Also die versuchen sehr, sehr schnell immer den Angriff zu beenden. Und der freie Wurf fällt dann natürlich. Aber es steht immer noch 16 zu 19. 16 zu 9. Mhm. Ah, 16 zu 9 natürlich. Ja, jetzt können sie fast die Uhr runterspielen. Ah, nochmal der Ballverlust. Das ist natürlich ärgerlich jetzt, so kurz vor Schluss nochmal die zwei Punkte zu kassieren. Obwohl man das souverän zu Ende spielen können, hätte können. Oh. Ja, und jetzt ist schon das erste Viertel hier vorbei. Ging ziemlich schnell, war unterhaltsam. Ja, und jetzt noch ein paar Sachen zu Dresden. Dresden jetzt nach dem 7. Spieltag, Tabellenachte, hat man sich natürlich mehr erhofft. Ja, und der Coach der Dresdner, Thomas Griswinski, hat vor der Saison ja als Geheimwaffe ausgegeben, dass sie variabel spielen wollen. Ich weiß nicht, Nico, inwiefern kannst du das jetzt nach dem ersten Viertel bestätigen oder widerlegen? Ja, also da, ja, so viel kann ich da eigentlich noch gar nicht zu sagen, muss ich sagen. Also sie sind auf jeden Fall variabel. Es gibt jetzt keinen Spieler, der jetzt hier die ersten 9 Punkte gemacht hat. Ist schon ziemlich ausgewogen auf Dresdner Seite. Soweit es ausgewogen sein kann bei 9 Punkten. Ja, und die kommenden Spiele werden nicht unbedingt einfacher. Geht es gegen Weißenau, Karlsruhe und Saarlouis. Ja. Gegen Saarlouis hatten wir auch unsere Probleme. Sogar ziemlich ordentliche. Ricky Easterling nicht in den Griff bekommen. Ja. Gegen Weißenau war es auch ziemlich knapp. Gegen Karlsruhe haben wir auswärts verloren. Ja, das wären nochmal taffe Spiele auch für Dresden auf jeden Fall. Ja, und für Elchingen heute Dresden, nächste Woche Leipzig, auswärts. Und dann kommt... Und dann das große Derby. Die Mutter aller Derbys fast. Ja. Ja. Gegen Ehingen, hier in der Brühlhalle. Die Arena wird voll, es wird auf jeden Fall hitzige Stimmung. Und wird wahrscheinlich vergleichbar wie das Spiel gegen Weißenhorn, ne? Ja, auf jeden Fall. Und da kann sich dann eigentlich auch schon so ein bisschen herauskristallisieren, wer auf den ersten zwei Plätzen mitspielt und wer weiter unten. Aber jetzt geht's hier weiter. Für Elchinger im Angriff. Ja, kein guter Pass von Brian da. Also die Chance auf das Dreipunktspiel jetzt. Gut gemacht, schnell umgeschaltet. Max Jentsch scheint da bei der Landung umgeknickt zu sein. Ich hoffe, der Korb ist nachher in der zweiten Halbzeit nicht so vernagelt, wenn wir drauf spielen. Gut.
jetzt schleichen sich nach und nach die Fehler ein. Ja? Dresdner jetzt auf 3 Punkte ran. Da gibt es das Foul gegen Philipp Liese. Ja, Brian Butler jetzt 11 Punkte, 5 Rebounds. Ja. Wenn der heute keinen Double-Double schafft, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, der Rebound ist ja wohl seine Paradedisziplin. Ja, die sammelt er eigentlich von ganz alleine. So, die Punkte hat er schon zweistellig. Ja. Rebound sollte eigentlich kein Problem sein. Aber viel wichtiger ist natürlich der Sieg, ja? Auf jeden Fall. Da war der Ball anscheinend nicht am Ring. Und die Angriffszeit ist abgelaufen. Ja, Dario Jerkt ist da jetzt nicht so begeistert. Er hat das anders gesehen. Jetzt auf der Shot Clock. Anscheinend das Kampfgericht nicht rechtzeitig gedrückt, oder? Was passiert jetzt? Jetzt wird da heiß diskutiert, ob es ein Fehler des Kampfgerichts war oder ob alles so von rechten Dingen. Mit rechten Dingen zugehen. Ist der Schiedsrichter noch beim Dresdner Coach? Wird nochmal der Einwurf von hinten geholt. Ja, es bleibt dabei. Ball für Dresden. Ja, mit einer sehr aggressiven Press-Defense hier von den Elchingern. So was ist ärgerlich. Foul gegen Tim Steiner, der jetzt mit seinem 3. Foul. Da jetzt der Block. Ja, pardon, der Dank. Von Max Jentsch. Ja, da war er etwas zu spät beim Step-Out. Der Große von Dresden. Max von der Wippe. Ja, und jetzt Tim Steiner vom Feld, wie zu vermuten war. Ja, Brian will an die Linie, aber ich glaube, ganz so leicht bekommt er seine nächsten Punkte da nicht. Du kannst ja mal versuchen. Ja, warum nicht, ne? Ah, das war wieder. Wie beim letzten Spiel auch schon. Wir haben schon und gesehen. Beim vorletzten Spiel und beim vorvorletzten Spiel. Also ich frage mich wirklich, wann die Gegner das endlich kapieren, dass es sein Move ist. Der Lord Jackson ein Schlitzer vom Feinsten. Jetzt mit den 2 Punkten und er darf an die Linie. Mittlerweile wieder bei einer 6-Punkte-Führung. Ich denke mal, je deutlicher die Führung zur Halbzeit ist, umso besser. Eigentlich logisch. Ja, fast der Ball. Gut aufgepasst.
Jetzt Brian Butler. Jetzt wird scheppern wahrscheinlich. Oh. Schritte. Und das Foul gegen Markus Breetz. Ist auch mit dabei. Helsingin jetzt mit einer Zonenverteidigung. Und oh. Schnelle Hände von Lauren Jackson. Aber man hat genau gesehen, er hat nach hinten geschaut, wo ist Brian? Er hat schon gewartet, er wollte auf jeden Fall das Alley-Oop spielen, aber entscheidet sich dann doch lieber für die sicheren Punkte. Ja, ich glaube, ist auch besser, weil falls der nicht reingeht, dann kann man sich was anhören. Dann gibt es Ärger von Dario, auf jeden Fall. Also doch lieber die sicheren Punkte. Den kann er eigentlich, den Wurf. Ja, und starker Ballgewinn. Aber holt er sich gleich die nächste Chance unterm Korb. Andrew Jones versteht es nicht so ganz. Jetzt kommt der Doppelwechsel bei den Dresdnern. Tommy ist ja eigentlich auch ein relativ sicherer Schütze von der Freiwurflinie. Ja, 68,6%. 68% nur? Okay. Allgemein die Freiwurfquote bei den Elchingen nicht ganz so gut. Oder ein Mario Simic mit 73,3 oder ein Sebastian Barth mit 87,5 schon ordentlich, aber der Rest könnte definitiv besser sein. Er ist jetzt der zweite Drei-Punkte-Wurf, den er von da einnetzt. Genau von der gleichen Position. Ja. Offensiv vor, oder? Ja, da will er zu viel. Offensiv vor. Gute Hände, schön aufgepasst. Oh. Jetzt Shepherds. Oh. Ich glaube, wir haben bisher in diesem Spiel mehr Dunks gesehen als in der ganzen Saison bisher. Ich meine, das ist ja auch, was die Fans eigentlich lieben, was sie fasziniert. So ein bisschen Showtime. Ja, und jetzt muss man aufpassen, dass man nicht zu viele Dreier regnen lässt. Schwieriger Wurf. Ja, gut aufgepasst. Jetzt wird er wahrscheinlich ausgewechselt. Ist er da drei Fouls? Ja, geht vom Feld. Der Jones. Jedenfalls Markus Breetz runter, Sebastian Barth rein. Und jetzt Timeout von Elchingen. Jetzt können wir mal kurz auf die Statistiken schauen. Brian Butler bisher mit der meisten Spielzeit, 13 Minuten. Und auch richtig gute Quoten. 83% aus dem Feld. 11 Punkte, 6 Rebounds. Ja, bei den Dresdnern bisher Mark Nagora mit 6 Punkten. Beste Scorer zusammen mit Max Jentsch. Und jetzt Brian Butler an der Freiwurflinie.
Jetzt auch ein bisschen näher an ihm dran. Er hat schon 2 getroffen. Ein schwieriger Wurf. Und er zählt. Und schon wieder die Freiwürfe. Ja. Schön nochmal den Ableger gefunden auf Brian. Wieder Timeout. Wie sieht es auf Dresdner Seite aus? Wer ist da momentan Topscorer? Philipp Liese, Marc Nagora und Max Jentsch jeweils mit 6 Punkten. Gut, über die Freiwurfquote reden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. 1 von 11. Ja, 9%. Unterirdisch. Aber auch aus dem Feld 40%. Gut, ehrlich, 44%. Aber halt mit einer Freiwurfquote von 89%. Ja. Bei den Elchingern auch Tommy Spaniolo und Lorne Jackson mit 7 Punkten. Spaniolo mit 5 Rebounds, Jackson mit 3. Aber es ist ein gutes Spiel bis jetzt, muss ich sagen. Gefällt mir. Also ist auf jeden Fall kein langweiliges Spiel. Ja, wir brauchen unbedingt, nicht unbedingt so einen Finish wie letzte Woche gegen Licht, wo es dann zu spannend wurde. Ganz so spannend soll es natürlich auch nicht sein. Wäre schon schön, wenn wir das so im dritten, vierten Viertel vielleicht schon so halb klar machen könnten. Aber dann haben die Dresdner wahrscheinlich was dagegen. Lorne Jackson an der Freiwurflinie. Heute mit sehr interessanten Socken übrigens. Die hat er schon ein paar Mal angehabt. Ne? Vielleicht sowas wie Glückssocken oder. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Glücksbringer so? Nee, Glücksbringer nicht unbedingt, aber halt hab schon so meine Routine-Sachen, die ich anziehe zum Spiel. Aber ob die mir jetzt wirklich Glück bringen, kann ich nicht sagen. Kann Simmons nicht fangen. Etwas überrascht worden. Fillmore Beck für Mario Simmons. Ja, Fillmore Beck heute natürlich noch nicht mit ganz so viel Spielzeit. Muss es wieder reinkommen. Trainiert ja auch erst seit dieser Woche wieder mit. Ich weiß nicht, was macht er für einen Eindruck auf dich? Fillmore? Ja. Ist schon wieder gut dabei eigentlich. Ja, noch nicht wieder zu 100%, ja. Da wo er vorher war, aber das wird relativ schnell gehen, denke ich mal. Im Training sah es auf jeden Fall schon wieder sehr, sehr gut aus von ihm, was er da für Akzente gesetzt hat. Macht ein gutes Spiel heute.
Ja, die Nummer 13. Marc Nagora. Jetzt. Ja. Ich glaube bei 9 Punkten. Ja, Schrittfehler. Als 2-Punkte-Wurf gewertet. Ja, war auch deutlich ein 2-Punkte-Wurf. Ja, ja. War kurz unter der Freiwurflinie. Ja, jetzt läuft es auf jeden Fall ein bisschen besser bei den Titans in der Offense. Jetzt mit Sebastian Barth, Filmerbeck und Lauren Jackson eigentlich drei nominelle Guards auf dem Parkett. Ich glaube, du wärst gerade ausgerastet, wenn der reingegangen wäre. Ja, das hätte mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und da ist er wieder. Es wäre Brian Butler auf jeden Fall mal zu gönnen. Einfach auch fürs Selbstbewusstsein. Ed Williams jetzt wieder für Tommy Spagnolo. Oder Papa Ed, wie er ja oft genannt wird. Ja, schön. Haben sie schön den Ball umgereicht. Schade. Ja. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Da gibt es jetzt zwei Würfe für die Dresdner. Anscheinend ein Foul beim Ausboxen, beim Rebound holen von Ed Williams. Mit der Chance auf 2 Punkte zu verkürzen, wenn er den reinmacht. Ja, und er macht ihn. Jetzt kommt Justin Martin für Lon. Ja, Lon Jackson. Das macht der Dani Krause natürlich geschickt. Ja, weiß er, dass der Brian da seinen Körper einsetzen will. Lässt sich elegant fallen. Brian bekommt jetzt es auf den Fall. Ja, die,
Die Statistiken von Brian Butler lesen sich jetzt eigentlich schon großartig. 15 Punkte, 6 Rebounds, 2 Blocks, 3 Steals. Ja, das ist der Gleichstand. Ja, der wurde jetzt ein bisschen leichtfertig hergegeben. Der kullert da irgendwie noch durch. Aber Punkt ist Punkt. Ja. Das ist die letzten 30 Sekunden. Hätten wir theoretisch sogar noch mal die Chance auf den Angriff. Wenn die Dresdner, selbst wenn die das jetzt ausspielen. Und so wie es aussieht, machen wir das. Ja, bleiben uns noch mal knapp 10 Sekunden danach für den Angriff. Also da hat sich nichts verändert bei den Freiwürfen. Ja, 23%. 3 von 14 jetzt. Ja, zweite geht. Elching bei 93% Freiwurfquote. Ich weiß nicht, ob es das diese Saison auch schon mal gab. Ja. Schade. Ja, das war die erste Halbzeit hier aus der Brühlhalle in Elchingen. Es steht 35-34, knapper als es am Anfang aussah. Ja, und jetzt gibt es das Halbzeitinterview mit Arthur Saletzky. Und danach hören bzw. sehen wir uns wieder. Auf Wiedersehen. Durch Marian Schick. Die Licher, die suchen ja relativ schnell den Abschluss. Die fackeln nicht lange. Oh, und Alan auf den Spanier im Team, auf Angelat. Der nimmt den 3-Punkte-Wurf und der läuft da richtig gut. Dann gibt es direkt die erste Auszeit. Alon Jackson sucht sich eine Anspielposition, findet die jetzt in Justin Martin. Und er setzt zum nächsten Dreier an und trifft ihn. Am Abschlusstraining am Freitag gar nicht ganz mitmachen können. Ja, war ziemlich fraglich, eigentlich bis gestern Abend, wer heute wirklich spielen kann. Wären jetzt ein Sebastian Barth und ein Carlo Rosic auch noch ausgefallen. Und Spagnolo jetzt gerade mit dem Tipp in. Ja, Dörr setzt zum Dreier an und das kann er. 50% trifft er über die Saison hinweg gesehen. Kraushaar hält lange den Ball, bevor den Pass anspielt. Müß, wenn sie werfen, was tun sie? Und der nächste Dreier, ja, von der Dreipunktlinie läuft das hier richtig gut in der Brühlhalle. Team Captain Barth. Der Steal durch Lone Tracks, dann geht schnell Fast Break. Mario Barth macht den Korb und es wird den Bonus-Freiwurf geben mit dem Einwurf. Super.
Und der 3-Punkte-Wurf von Simic. Da hat sich Lorne Jackson gerade wieder richtig gut eingesetzt. Und Meyer hat da seine Probleme gegen den Elchinger. Der die nächsten beiden Punkte macht und sein Team damit wieder ranbringt. 23 zu 23, der Gleichstand. Boah, gute Defense. Aber. Jetzt Lorne Jackson. Die beiden Teams sind sich also in der ersten Liga nicht mehr begegnet, aber die Licher auch in ihrem Erstligajahr nur mit 3 Siegen und dem direkten Wiederabstieg. Ja, und seitdem eigentlich regelmäßig in der zweiten Bundesliga vertreten. Der war stark. Justin Martin jetzt auch der erste Spieler der Partie mit doppelstelliger Punktezahl. Jetzt sage ich es gerade. Jetzt die Führung der Licher schon bei 9 Punkten. 6. Nächste getroffene 3 Punkte. Gute Verteidigung von Brian Butler. Und jetzt 5 Punkte in Folge von Simic. Hände von Brian Butler fällt. Und der Fastbreak durch Lorne Jackson, der macht die beiden schnellen Punkte. Du hast ja letztes Jahr auch unter anderem in Ehingen gespielt in der Pro A. Die haben jetzt gerade dieses Wochenende den Tabellenführer, die Karlsruhe, besiegt. Das war die. Schnell und das sind die 2 Punkte für die Scanners. Oh, schönes Ding von Brian. Bang, bang. Guck mal, der ist schon ziemlich frei unter dem Elchinger Korb, die da, glaube ich, schon. Oh, Lorne Jackson. Das ist unglaublich. Also der ist heftig. So wichtig. Das ist wichtig jetzt. Angelatz, eiskalter Lichern. Lassen eine Alternative wäre natürlich das Foul und sie an die Freiwurflinie schicken. Das muss Justin Martin nur noch treffen. Elching kann jetzt ausspielen. Ansonsten, ne? Nee, nicht ganz. Rebound bei den Elchingern. Baskets, ja, hier das. Liebe Zuschauer beim Livestream des Game Plus Baskets hier aus der Brühlhalle, ich darf Sie herzlich willkommen heißen hier beim Halbzeitinterview mit unserem Point Guard Arthur Saletzky. Hallo. Arthur, wie hast du das Spiel bisher gesehen, die erste Halbzeit? Also mir hat die erste Halbzeit eigentlich sehr gut gefallen, besonders das erste Viertel. Da sind wir mit sehr viel Intensität reingegangen. Wir haben es nicht ganz geschafft, das jetzt im zweiten Viertel aufrecht zu erhalten. Aber ich denke, jetzt aus der Halbzeit nach einer Ansprache von Dario wird das schon wieder ganz gut gehen. Ja, die Halbzeitansprachen von Dario Jerkic sind ja fast schon legendär, möchte man sagen. Die Teams kommen völlig verändert wieder aus den Kabinen heraus. Hoffen wir, dass es wirklich hilft. Jetzt mal zu dir. Du spielst leider nicht, bist leider nicht aktiv tätig auf dem Parkett. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Verletzung. Wann kommst du wieder? Ja, ich habe nämlich eine Schambeinentzündung, wurde diagnostiziert vor einigen Wochen und ich bin jetzt gerade in der Reha und in der Physiotherapie jeden Tag und versuche so schnell wie möglich wieder auf dem Parkett zu stehen. Also so ein genaues Rückkehrdatum kannst du es auch nicht nennen? Nee, da darf man sich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das schaut man von Woche zu Woche. Ja, und sobald ich schmerzfrei bin, werde ich wieder ins Training einsteigen und dann wieder integriert werden. Ich bin jedes Training dabei und verfolge weiter, dass ich da keine Trainingsinhalte verpasse.
aber Diagnosen kann man jetzt nicht stellen, weil es halt eine sehr schwierige Verletzung ist. Wenn mich umknicken würde oder so, könnte man das relativ einfach abschätzen. Bei einer Entzündung ist es echt von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Gut, jetzt wieder zurück zum Spiel. Was würdest du sagen, muss auf jeden Fall besser werden, damit heute der Sieg für die Scamblus Baskets drin ist? Also erstmal müssen wir besser auf den Ball aufpassen. Ja? Also wir haben deutlich zu viele Turnover jetzt für die erste Halbzeit. Ich glaube, wir haben 13 oder 14 Turnover. Das müssen wir auf jeden Fall runterschrauben in der zweiten Halbzeit. Und außerdem die Intensität wieder hochbringen. Ja? Wir haben große Probleme, wenn wir mal einen Mann spielen, unser Matchup zu halten. Die gehen sehr einfach vorbei, sodass es schwierig ist, eine Rotation aufzubauen oder zu helfen. Deswegen müssen wir auch oft wieder in die Zone gehen. Das sollten wir verbessern und dann sehe ich da keine Probleme, weil wir sie beim Rebound dominieren. Freiwürfe sind wir auch besser. Wir bekommen eigentlich die Calls auch von den Schiedsrichtern. Ist alles ziemlich gerecht. Brian macht ein tolles Spiel. Also ich denke, wir schaukeln das schon. Du hast es gerade angesprochen, Brian Butler mit einer bisher unfassbaren Leistung, möchte man fast sagen. Aber birgt das nicht vielleicht auch etwas die Gefahr, dass wenn ein Spieler so das Nonplusultra im Team ist, dass wenn er ausgeschaltet wird, dass nichts mehr läuft? Nee, da gibt es bei uns keine Gefahr, weil wir einfach zu viele Talente haben, die auf dem Feld sind. Ja? Und es ist einfach so, dass sie jetzt Brian halt die Möglichkeit geben, so eine Akzente zu setzen. Aber sobald sie da ein bisschen zumachen, bleiben wieder mehr Lücken für Lorne und die anderen. Und das ist kein Problem. Okay. Ja, ich darf mich recht herzlich bedanken für das Interview mit dir. Sehr gerne, sehr gerne. Und Sie, liebe Zuschauer, können jetzt dann die zweite Halbzeit hier live aus der Brühlhalle genießen. Bleiben Sie sportlich. Herzlich willkommen hier zurück in der Brühlhalle zur zweiten Hälfte des Spiels Dresden gegen Scamblus Baskets Elchingen. Jetzt muss man aufpassen. Ja, oh. Den kann er. Den Dreier. Ja, die Halbzeit beginnt und man liegt zurück. Ja, nicht so gut für die Elchinger. Jetzt sogar minus zwei. Ja, jetzt muss man halt die Konzentration wahrscheinlich auch hochhalten. Aber so ist es im Basketball, ne? Jetzt kriegt man von der 8-0-Führung am Anfang gar nichts mehr mit. Ja. Jetzt zieht Markus Brez das Foul. Kriegt die zwei Freiwürfe. Ja. Training kann uns besser. Unsportliches Foul, ja. Ich habe gerade nichts gesehen. Er unterbindet halt die schnellen zwei Punkte, ja, und dadurch gibt es dann das unsportliche Foul. Sprich, zwei Freiwürfe. Und danach Ballbesitz. Nee, ein Freiwurf ist ja nur noch. Wurde auch geändert. Okay. Nee, doch nicht. Nee, beim technischen Foul ist es so, ne? Das kann sein, ja. Ah, jetzt der wichtige Ausgleich. Ja. Steiner auf dem Parkett, der so ein bisschen Foul Trouble hat. Oh, oh. Schöner Rebound von Markus Brez. Beide im Ballbesitz für Elchingen. Gute Bewegung von Tommy. Richtig stark.
Ich würde auch sagen, Tommy Spagnuolo und Lorne Jackson, so die Starspieler im Team, mehr oder weniger. Das ist wieder der Rebound von Brian Butler. Ja, Lauren möchte auch die Freiwürfe haben, gibt aber nur einen Wurf. Die Dreier fallen nicht bei euch. Nicht, dass wir jetzt das Pech mit dem vernagelten Korb da drüben haben. Zweite Chance für Tim. Und jetzt macht er. Schöner Wurf. Das waren gerade die ersten Punkte für Tim Steiner. Ja. Steine jetzt auch mit 4 Fouls. Aber er bleibt auf dem Feld. Muss er saubere Verteidigung spielen, dass er nicht gleich sein 5. angehängt bekommt. Ah. Gutes Foul gezogen. 2 Würfe für Lorne Jackson. Da geht dann die Freiwurflinie. Ja, wie es aussieht, haben die Dresdner jetzt ein bisschen mehr Glück mit ihren Würfen, ne? Ja, vielleicht liegt es tatsächlich an den Körben. Lorne Jackson ist der Korb egal. Was die Punkte angeht, jetzt gerade auf den Spuren von Brian Butler. 13 Punkte für Lorne Jackson, 15 für Brian Butler. Fällt gerade fast alles bei den Dresdnern. Jetzt die 2-Punkte-Führung. Ich könnte fast denken, alles, was am Anfang nicht ging, kommt jetzt. Schöner Rebound von Markus. Also der ist da auch wirklich am Kämpfen. Ja, gibt's leider keinen Foul. Der Foulpfiff verwundert mich ein bisschen. Und wieder. Jetzt machen sich hier unten warm Sebastian Barth und Fillmore Beck. Oh, Ed Williams kommt auch noch dazu. Und wieder das Foul von Elchingen. Tommy Spagnuolo beim Boxout. Das halte ich jetzt aber für eine etwas harte Entscheidung.
Jetzt müssen sie aufpassen, dass sie die Dresdner hier nicht in den Lauf spielen lassen. Eichingen, ich sitze aber einer zu wenig auf dem zweiten Ball. Da ist er. Ja, der Drei-Punkte-König. Oh, stark, stark von Markus Pretz. Na, das ist wieder das Foul. Ja. Die Idee von Ed Williams war besser als die Ausführung. Es gibt zwei Freunde und wir wissen, da braucht es Publikum. Da sind nach knapp 5 Minuten schon wieder die Teamfouls erreicht, ja? Jetzt geht dann die Freiwurflinie. Böse zu werden, aber es sind ungewohnte Bilder, dass die Dresdner Freiwürfe plötzlich fallen. Ja. Natürlich auch die Frage, inwiefern es klug ist, ein Spieler wie Filmer Beck, der einfach aus der Routine raus ist, in so einer engen Phase aufs Parkett zu stellen. Ja, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir Deutsche brauchen, ne? Ja, klar. Also, notgedrungen muss er dann natürlich auch spielen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt so sehr aus seiner Routine raus ist, dass er hier nicht spielen könnte. Also. Gut, ich weiß nicht, wie so eine etwas längere Verletzungspause sich auf Basketballer auswirkt. Bei ihm waren es ja jetzt keine Monate, bei ihm waren jetzt, glaube ich, 2 Wochen. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, ein bisschen länger. 3. Ja, wie dem auch sei, kann natürlich nur hoffen, dass er hier hochprozentig trifft. Ist ja wirklich sehr fragwürdig jetzt die Entscheidung. Da fragt sogar der andere Referee, glaub nach. Aber scheint es zu bestätigen. Defense! Defense!
Foul gegen Tommy Spagnolo. So, zählt der Korb jetzt? Wahrscheinlich. Sieht gerade ein bisschen durcheinander. Ja. Das Foul war anscheinend beim Ausboxen, nicht direkt beim Werfer. Also jetzt natürlich die Frage, ob der Wurf zählt oder nicht. Und auf Dresdner Seiten dreht jetzt ein Marc Nagora auf mit 12 Punkten, Daniel Krause mit 11 Punkten. Elchinger Seiten jetzt Brian Butler 3 Force, Tim Steiner 4, Markus, pardon, Tommy Spagnolo und Lorne Jackson ebenfalls mit 3 Force. Also wenn mich nicht alles täuscht, hat der Dreier von Walter Simon jetzt gezählt und Max von der Wöbel bekommt nochmal 2 Freiwürfe, weil er beim Rebound gefoult wurde. Alles noch heiß. Tommy greift sich den. Ja, der Pass war zu viel zu Ed. Hätte er, glaube ich, selber auch geben sollen. Alles täuscht, haben die Schiedsrichter gerade noch Sprungball angezeigt. Sie haben Sprungball angezeigt, wurde jetzt aber auf 3 Sekunden entschieden. Ziemlich verfahrenes Spiel jetzt gerade. Viele Unterbrechungen, viele Freiwürfe. Dresdner jetzt schon mit 6 Punkten Vorsprung. Jetzt hat es nicht mehr viel von dem ansehnlichen Spiel, was wir in der ersten Halbzeit hatten. Ja. Hoffentlich ändert sich das jetzt wieder. Ja. In der Defense immer schlecht. Oh, offensiv war gut Fall. Gemacht von Sebastian Barth. Und
Andrew Jones jetzt auch mit dem vierten, meine ich. Ja, der hatte vorhin schon drei, bin ich auch der Meinung. Schön mit der Brust dem zum Kontakt gegangen von Sebastian Barth. Offensiv Foul gezogen. Ist natürlich wichtig, so eine Kleinigkeiten jetzt in der Phase. Was ganz interessant ist, Andrew Jones, einer der besten Scorer eigentlich bei Dresden. Heute noch mit 0 Punkten. Okay. 0 Assists, 0 Rebounds, also. Wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass er lange draußen sitzen musste, ja. Ja, wegen seinem Foul. Hat er schon früh 3 Fouls? Ja, lediglich 12 Minuten bisher. Ja. Kommt im Schnitt 28. Mhm. Sollte man jetzt in so einer Phase auch nicht die Freiwürfe so hergeben, würde ich jetzt mal sagen. Ja, gute Hände von Ed. Schön. Stark. Da pumpt er sich durch. Holt sich den eigenen Rebound. Sprungball. Jetzt kommen ja auch ein bisschen Emotionen bei den Fans auf. Ja, die sind mit den Schiedsrichtern nicht ganz so zufrieden. Das kriegt die ganze Halle gerade mit. Gut, teilweise gab es schon fragwürdige Entscheidungen, aber der Job als Schiedsrichter ist nicht leicht. Ich glaube, das braucht man niemandem erzählen. Egal, was man pfeift, irgendjemand ist dagegen. Schlechter Versuch von Mario Simic. Das hat man gestern im Training auch ganz oft gesehen, dass Filmer einfach seinen Fuß rausstreckt. Da kommen die Fußballerqualitäten zum Vorschein. Schöner Pass von Tommy. Ah, das Foul. Ist faul. Schönes Zusammenspiel der beiden. Jetzt Filmer back an der Freiwurflinie. Ja, er durchschnittlich mit 75%. Ja, bei Filmer sind die Freiwürfe, glaubst du, sicher wie das Amen in der Kirche. Okay, ja. ich sag nie wieder sag was am dazu. Besten gar nichts. Immerhin noch 4 verkürzt jetzt. Wow. Starker Stil. Der Mann ist echt unglaublich schnell. Ah,
kann er zu leicht durchmarschieren. Da fällt er. Und, ja, zu lang. Aber guter Rebound von Ed und gutes Foul. Schön mit dem Körper an den Mann gegangen. Das ist die Möglichkeit, auf zwei Punkte ranzukommen. Da weiß er gekonnt, seinen Körper einzusetzen. Das ist natürlich. Sorgt auf jeden Fall die Erfahrung von Ed. Auf jeden Fall. Die hat man in dem Alter einfach. Ja. Drin ist drin. Ja, auf jeden Fall. Ed Williams mit 10 Rebounds. Wow. Lediglich 2 Punkte, 2 Assists, aber 10 Rebounds. Wow, 10 Rebounds in 12 Minuten? Nicht schlecht. Ja, der zweite Freiwurf und das ist daneben gegangen. Ah. Ja. Foul von Simic. Bei erstes Foul von Mario Simic. Ja, wir haben einen neuen Topscorer bei den Elchen, und zwar Lorne Jackson jetzt mit 16 Punkten. Brian Butler jetzt schon länger nicht mehr auf dem Feld gewesen, immer noch bei 15 Punkten. Tommy Spagnolo 9 Punkte, 7 Rebounds. Ja, und das Rebound-Duell geht relativ deutlich mit 40 zu 23 an Elchingen. Was ja im Basketball eigentlich auch oft so das Zeichen ist, wer aktiver ist unter dem Korb. Ja, dafür haben wir leider 4 Turnover mehr als die Dresdner. Ja, und bei den Assists auch Dresden vorne. Mhm. Allgemein Assists jetzt bei den Elchingern nicht so häufig. Mhm. Ist eigentlich ist, ja, doch schon sehr verwundert, wenn man mit Lorne Jackson zum Beispiel einen hätte, der, ich glaube, der beste Assistgeber der Liga sein könnte. Ja, und jetzt Justin Martin auch wieder auf dem Parkett. Ja, auch heute lediglich 6,5 Minuten bisher. Die Dresdner noch mal 4,1 Sekunden danach. Ich weiß nicht, was kann man in 4,1 Sekunden großartig kreieren? Einiges. Ein langer Pass vielleicht?
Weiß nicht, ob jetzt noch mal eine Auszeit kommt. Oder? War jetzt ein Foul oder die Zeit ist abgelaufen? Lediglich, ich glaube, die Zeit wurde abgepfiffen. Manche Entscheidungen ziemlich unübersichtlich vom Schiedsrichter. Ja. Jetzt natürlich noch Freiwürfe für Dresden. Das wäre schmerzhaft. Hätte ich gedacht, dass es noch einen Foul gab, aber der Trainer von Dresden, glaube ich, auch. Hat auch gerade nochmal mit dem Foul gerechnet, aber. Ja, jetzt geht es ins letzte Viertel. Drei Punkte Rückstand. Und drei Punkte im Basketball sind nichts. Das stimmt, ist gar nichts. Aber trotzdem natürlich erstmal keine so gute Ausgangslage für die Elchinger. Aber ich glaube, das ist auch so ziemlich das erste Mal in der Saison, dass Elchingen nach der Halbzeit nicht stärker rauskommt. Ja. Aus der Kabine. Also ich meine, ich habe es vorher im Interview schon erwähnt mit Arthur Saletzki, die Halbzeitansprachen von Dario Jelkic sind ja, glaube ich, legendär. Da kommt halt auch sein kroatisches Temperament ein bisschen durch. Aber er ist ein großartiger Trainer, auch ein großartiger Mensch. Jetzt in die letzten spannenden 10 Minuten hier aus Elchingen. Von Lauren Jackson hier. Brian Butler jetzt auch wieder auf dem Feld. Ja. Lange nicht mehr gesehen. Und direkt mit den nächsten zwei Punkten für die Elchinger. Das wäre doch was, wenn der Brian jetzt nochmal so ein Viertel hinlegt wie im ersten Quarter. Dann kann sich Dresden definitiv warm anziehen. Ja, hier gerade die Defense richtig schwach. Ja. 3 Sekunden gegen Elchingen gepfiffen. Gilt's natürlich auch im letzten Viertel überlegte Aktionen zu Ende zu führen. Auf jeden Fall, nicht so viele überhastete Angriffe. Ja, also Brian hat heute ein Händchen, also gefällt mir richtig gut, dem zuzuschauen. Ja, und das waren jetzt Punkte 18 und 19. Jetzt Lauren Jackson auch mit dem vierten Foul. Punkt Rückstand. Das Foul für Lauren Jackson gegen die Nummer 6 der Dresdner. Ja, man denkt ja oft immer, wenn der Lauren anfängt zum Korb zu gehen, warum, wo will er da durch? Durch welche Wand will er da durchbrechen? Kriegt dann aber wirklich im letzten Moment immer noch mal das Foul gepfiffen. Ja, das ist bemerkenswert. Ich weiß nicht, kann man das üben, einen Foul zu ziehen oder? Ist es einfach Glück? Nee, Glück. Bei ihm ist es auf jeden Fall kein Glück mehr. Nee.
durch die ganzen Körpertäuschungen und so, die er noch am Boden und auch in der Luft macht, ist es einfach schwierig für einen Verteidiger, da stabil zu bleiben. Ja, und dann hat man da schon mal irgendwann den Kontakt. Und er legt sich auch gnadenlos drauf an. Also er geht ja gar nicht wirklich zum Korb, ihn jetzt zu beenden, sondern eigentlich größtenteils wirklich, um das Foul zu ziehen. Jetzt der Ausgleich. Ja. 60-60 jetzt wieder. Justin Martin und Tommy Spagnolo natürlich auch, ja, große, kräftige Spieler im Frontcourt. Schiedsrichter gerade noch irgendein Anliegen an den Anschreibtisch. Gute Defense. Ja, da kommt weiter Simon nicht an Tommy vorbei. Da hat Brian gerade eine Menge Glück, dass da der Film aussteht. And one. Schönes Ding. 21 Punkte. Ich meine, das dürfte sogar Season High sein für die Saisonbestleistung für Brian Butler. Komm Junge, jetzt mach den mal rein hier, den Freiwurf. Bisher mit 75%. Jetzt Filmer Beck auch mit dem ersten Foul. Ist natürlich gut, wenn man jetzt mit Fillmore noch einen hat, der noch nicht ganz so viele Fouls hat. Ja. Da sieht man Dario ganz schön in Rage gerade. Gegen Ryan Butler, wenn ich das richtig verstanden habe. Mein gegen den Coach. Ja. Ah, gegen den Coach. Gegen Dario Jokic. Scheint doch zwei Freiwürfe zu geben. Es gab ja auch vorher noch mal das Wurffoul, können wir nicht vergessen. Ja. Filmo hat ja beim Wurf gefoult. Sind das wahrscheinlich die Freiwürfe jetzt für den Wurf? Und jetzt kommt der nächste Freiwerfer, der sich um die technischen Fouls, ja, um das technische Foul kümmert. Ja, und da haben wir nur einen Wurf. Ja. Genau, und Ballbesitz. Ja, da lernt man was dazu, wenn man Profi im Livestream hat. Schön abgelegt auf den großen Mann. Gut gespielt. Ein Punkt Führung für Dresden.
Ja, scheint jetzt dann doch die ungewünschte, spannende Schlussphase zu werden. Ja. Brian mit dem Rebound. Guter Offensiv-Rebound. Ruhiger Spielaufbau. Jetzt sollte jemand laufen. Ja, da musste er aber werfen. Ja. 14 Sekunden vorbei. Wie viel hat der Filmer jetzt? Ist sein viertes, oder? Nee, ist sein zweites. Ach, sein zweites erst? Ja. Auf dem Parkett, der auch erst einen Foul hat. Und Justin Martin ist auch wieder raus. Ja, und Lauren Jackson ist wieder für ihn gekommen. Ball an den eigenen Reihen bleibt. Schwieriger Wurf gegen drei Verteidiger. Brian hat den Ball. Wir haben den Ball heute schon Ehingen gegen Leipzig gewonnen mit 75-73. Oh, auch knappes Spiel. Und Nördlingen hat sich mit 82-66 gegen Speyer durchgesetzt. Ja. Ich würde mal sagen, die Überraschungen sind bisher ausgeblieben. Nur noch 7 Sekunden jetzt auf der Zeit für die Eichinger. Jetzt mit dem vierten. Also langsam wird es eng mit den Fouls. Ja, das machen sie gut, die Dresdner. Ja. Zieht er immer wieder zum Korb, der Feldblieser, findet den großen Mann als Ableger. Und der bekommt dann jetzt die vermeintlich leichten Freiwürfe. Doch beide. 4 Punkte Führung jetzt für Dresden. 5 Punkte sogar jetzt, ja. Oh, 5. Ja. Oh, stark. Ja, oh. Schöne Hände von Lorn. Und dann. Und das Foul. Schön gemacht. Hast du den schon kommen sehen? Ja. Ich hab den auch schon anschleichen sehen. Kommt schon von hinten. Ja, genau, bei der Mittellinie und dann schnell den Finger. Aber das ist halt die Spielintelligenz, die du als guter Spieler brauchst. Das ist natürlich auch risikoreich, ne? Ja, klar. Also schaltet der Angreifer da schnell um, sieht es, ist natürlich der eine Mann frei, ja? Mhm. Auch noch. Das ist unsportliche. Anscheinend, ja.
Oh. Ist der abgezockt, der Junge. Unglaublich. Vom Parkplatz drückt er ab. Ist ihm egal. Ich nehme zurück, was ich vorher gesagt habe, mit fehlender Routine. Ich hab's dir gesagt, das ist bei ihm scheißegal. Nein. Es gibt Schriftfehler. Nee. Ärgerlich. Filmer Beck mit dem nächsten Foul. Ja, gibt direkt wieder zwei Würfe. Es ist wieder so spannend, wie es in zwei Tagen. Und bitte unterstützen wir uns im Team. Ja, es geht dann langsam in die Crunch-Time. Haben wir nicht vorhin noch gesagt, wir wollen so ein Spiel nicht nochmal haben wie letzte Woche? Sieht schon wieder genau so aus. Ja. Hin und her mit der Führung. Wenn es heute das bessere Ende für uns hat, beschwere ich mich kein bisschen. Schön. Das ist auch gar nicht mal so leicht, wie man denkt. Da unten dann die Geduld zu bewahren, ja. Wirklich nochmal kurz einen Fake auszupacken und dann erst abzuschließen. Viele gehen da wirklich direkt hoch. Brian Butler mit dem Foul und sein viertes. Und nebenbei Lorne Jackson jetzt auch schon mit 20 Punkten. Brian Butler 22. Also das Scoring an sich kann sie heute auf jeden Fall sehen lassen. Nur 17 zu 14 Turnover. Das ja, ist einfach zu viel wieder. 17 Turnover, leider wieder zu viel. Ist halt doch immer wieder das, was der Dario anspricht, ja. Bei den Team-Meetings, dass wir das unbedingt irgendwie in den Griff kriegen müssen. Die Turnover zu reduzieren. Das ist auch ein Ruhe. Der fehlende Routine. Ja? Ich sag nichts mehr. Ja, nee. Da denkt er auch gar nicht nach. Der schmeißt die einfach. Und jetzt auch Andrew Jones wieder auf dem Parkett. Aber das, so muss es halt auch sein bei Schützen. Ne? Gerade bei Werfern. Ja. Selbst wenn sie die ersten nicht treffen, die müssen einfach weiter werfen, bis sie treffen. Ja, und Filmer Beck in 18 Minuten jetzt 9 Punkte, ein Rebound. Ein Steal. Ja, das ist schon ein ganz wichtiger Faktor, dass der wieder zurück ist. Und das sind die nächsten Punkte. Ja, jetzt gute Verteidigung spielen. Keine leichten Körbe zulassen. Ah, und der macht ihn. Aber Tommy Spagnuolo hat es gerade angezeigt, Schrittfehler. Ja, Walter Simon jetzt auch schon zweistellig mit 11 Punkten.
Ja, bei Dresden allgemein vier Leute schon zweistellig. Mit Daniel Krause, Marc Maigora. Also genau das, was der Coach angesprochen hat. Ja, sehr variabel. Was aber eigentlich auch eine Stärke von Elchingen ist. Das stimmt. Ja, im Schnitt vier Spieler von Elchingen zweistellig. Oh, schön gemacht von Brian. Ja. Lässt er ihn da mal kurz ins Leere laufen oder fallen? Aus. Ja. Ist Outside. Andrew Jones tatsächlich noch mit 0 Punkten. Heftig. Also, ja, kann man mal machen. Ja. Es ist halt interessant, was Dario sich dieses Mal ausdenkt, falls es in den letzten Sekunden tatsächlich noch so eng sein sollte. Beim letzten Spiel war es ja das Foul, wo dann die zwei fälligen Freiwürfe verworfen wurden. Somit war man nur einen Punkt hinten. Genau, wir waren mit einem hinten. Genau. Haben leider den letzten Wurf nicht reingemacht. Da bin ich mal gespannt, wie es jetzt hier die letzten 1,5 Minuten noch zugeht. Ja, jetzt steht die Halle. Punktspiel wäre jetzt natürlich optimal, sie mit 4 Punkten abzusetzen. Glücklich, dass der Ball da ankommt. Noch knapp 11 Sekunden auf der Uhr. Schön. Oh, der Puppel. Gerade Verlass auf Tommy Spagnolo. Am besten kein doofes Foul jetzt machen. Das wären bloß wieder eventuell zwei sichere Punkte. Und da ist keiner beim Rebound. Das ist schade. Ja, da kam das Foul von Tommy. Und der dürfte jetzt draußen sein. Das war's. Sein fünftes, ja. Oh. Ja, war aber schon faul. Da hat er ihn weiter Simon schon am Trikot gehalten, als er geschlagen wurde. Also jetzt nochmal. Ja, fünftes Foul. Tommy Spagnolo ausgefoult. Natürlich ein wichtiger Faktor bei den Elchingern. Ja, Tommy Spagnolo mit dem Double-Double, 13 Punkte, 10 Rebounds. Ja, das zeigt weiter Simon keine Nerven. Macht da beide rein. Jetzt Timeout.
Moment von Elchingen, ja. Ja, was würdest du jetzt als Matchplan machen, wenn du, sagen wir mal, du bist Trainer? Na, schwierig. Ich enthalte da mal ganz kurz meine Stimme. Nicht, dass ich jetzt was sage und dann wird komplett was anderes umgesetzt. Und schickt dann einen auf den Deckel. Das überlasse ich mal dem Dario. Du würdest dich selber einwechseln und einmal schnell durch die Zone wühlen. Ja, auf jeden Fall. Coast to coast natürlich. Ja, ein Punkt Rückstand nur. Ja, wir haben eigentlich so ziemlich dieselbe Saison, selbe Situation wie letzte Woche. Auf jeden Fall. Ich meine, es ist natürlich super für die Fans, ja, super für die Zuschauer. Nicht so toll für die Anhänger, ja, oder die Spieler. Die eigentlich den klaren Sieg sehen wollen. Ja, der Williams zeigt den Fans, wir brauchen eure Unterstützung. Naja, optimal wäre jetzt natürlich irgendwie ein Dreier, ja, damit wir 4 Punkte vorne wären. Die Dresdner hätten dann laut der Zeit noch einen Angriff, wenn wir das ruhig jetzt ausspielen, aber wie das alles so kommt, weiß man natürlich nicht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ja. So stellt man sich das nicht vor. Ja, der ist anscheinend weggerutscht. Humpelt da, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, jetzt haben wir eine Situation, die wir nicht wollten. Jetzt haben die Dresdner den Ball. Insgesamt sind es, glaube ich, noch 32 Sekunden. Ne? Ja, also die Dresdner werden jetzt wahrscheinlich die Uhr ausspielen wollen. Irgendwie zum Korb kommen. Mal schauen, ob 2 oder 3er. Jetzt müssen die Elchinger natürlich, das Ziel wäre heute eigentlich wichtig, weil sonst besteht natürlich die Gefahr, dass man in so einen kleinen Negativtrend reinkommt. Die Dresdner sind schon in dem Negativtrend. Trennt drinnen und wollen wieder raus. Keine Punkte bekommen und kein Foul. Ja. Foul, Lorne Jackson. Und der ist jetzt auch weg. Max von der Wibbel heute mit 50% von der Freiwurflinie. Ja, und die irgendwie Spieler zeigen gerade an, dass Simic gefoult hätte und nicht Lorne Jackson. Ja, das ist dem Schiedsrichter, glaube ich, relativ egal, was die Elchinger da anzeigen. Marc, was würdest du sagen? Wenn er jetzt trifft, wenn er jetzt nur einen treffen sollte. Sagen wir mal, er trifft beide, dann sollten die Elchinger eigentlich aufs 2-Punkt-Spiel gehen. So, das heißt natürlich. Okay, 2 vorne. So. Sekunden noch auf der Uhr.
Es geht für den Sieg. Das war's. Wie letzte Woche. Das war's. Richtiges Déjà-vu. Ja. Die Dresden Titans gewinnen hier mit 79-81 gegen die Elchinger. Elching jetzt mit der zweiten Heimniederlage in Folge. Ja, Nico, was sag mal dein Fazit? Ja, schon ein bisschen sprachlos, ne? Das ist wirklich mehr als bedauerlich, dass jetzt hier schon wieder so ein Déjà-vu ist. Fast die letzte Woche mit dem letzten Wurf entscheidet sich das Spiel. Was eigentlich absolut unnötig war nach dem Spielbeginn mit 8-0 Lauf. Ja, aber es ist halt Basketball, ne? Da gibt es so viele Hin- und Her-Situationen. Also. Ja, liebe Zuschauer, das war's hier in der Brühlhalle. Das war's in der Brühlhalle hier und ja, nächste Woche spielen die Scamplus Baskets auswärts in Leipzig. Und die Woche drauf kommt es zu dem Kracher-Derby gegen die Ehing Ursprungsschule. Seien Sie wieder mit dabei, Sie sind herzlich willkommen bei sportdeutschland.tv. Ich sag Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinem Gast und auf Wiedersehen.